Überall in Deutschland gibt es Orte, von denen man sich nach Sonnenuntergang besser fernhalten sollte. Orte, an denen es spuken soll. Mein bester Freund Berkant und ich fahren zu genau diesen Orten von Bundesland zu Bundesland, um herauszufinden, was wirklich daran ist. Herzlich willkommen zu dem ersten Video unserer Deutschland-Tour. Der erste Ort, der es auf die Liste unserer spannendsten Orte in Niedersachsen und Bremen geschafft hat, ist ein Ort, welchen viele von euch wahrscheinlich schon kennen. Besonders in der Urbexer-Szene ist er eigentlich ziemlich bekannt. Ich rede dabei vom verfluchten Puppenwald. Begonnen hat es damit, dass irgendjemand rein zufällig in einem kleinen abgelegenen Waldgebiet nähe der Stadt eine Ansammlung von zahlreichen Puppen gefunden hat. Wenn das allerdings noch nicht alles wäre, das ist ja eigentlich schon unheimlich genug, aber wenn man die Puppen mal ein wenig genauer betrachtet, sieht man ganz schnell, dass es sich nicht nur um irgendwelche Puppen handelt. Die Puppen sind, wie soll ich sagen, abnormal zugerichtet, angezündet, komplett voller Panzertape oder mit Blut beschmiert. Wer oder was auch immer die Puppen dorthin gehangen hat, es soll einem Angst machen. Und glaub mir, das tut es auch. Zahlreiche Videos auf YouTube gibt es bereits von diesem Ort, aber keins davon konnte ich finden, wo mal jemand eine Nacht dort verbringt. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wir wollen eine komplette Nacht in dem verfluchten Puppenwald verbringen und zusätzlich mit verschiedenen Geräten eine paranormale Untersuchung durchführen. Also, was hat es mit den unheimlichen Puppen in den Bäumen auf sich? Mein bester Freund, Berkant und ich gehen der Sache auf den Grund. Bei Nacht. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Mysteries. Mein Name ist Leon. Mein Name ist Berkant. Und nicht nur willkommen zu einem neuen Mysteries, sondern herzlich willkommen zu dem allerersten Video unserer Deutschland-Tour. Zumindest das erste, was wir von der Reihenfolge her aufnehmen. Wir sind gerade in Niedersachsen und sind in der Nähe von einem sehr, sehr unheimlichen Ort. Ihr habt gerade die Story dazu gehört, nämlich handelt es sich um den Puppenwald, wo überall Puppen in dem Wald hängen sollen. Ich bin extremst gespannt, was uns dort erwartet. Ja. Wir sind tatsächlich gerade einmal schon drumherum gefahren. Das Problem ist, dass drumherum tatsächlich Straßen sind. Also dieser Wald ist in einem Abschnitt, der ist auch, sieht abgesperrt aus, ne? Da ist so ein Zaun drumherum. Ja. Wir müssen jetzt mal gucken, wie man da tatsächlich hinkommt. Wir haben uns jetzt hier einen ruhigen Spot gesucht, wo wir gleich auch parken werden, aber von hier aus müssen wir laufen. Es dämmert, das heißt, die Atmosphäre stimmt. Wir werden jetzt unsere Rucksäcke nehmen, um dort zu übernachten. Ey, ich freue mich irgendwie so halb schon, aber so halb auch nicht. Ah, Leute, ich bin sehr gespannt. So, holst den Rucksack raus, bitte. Die Sachen einmal alle. Danke. Einmal alles raus, genau. Falls wir heute ein bisschen komisch drauf sind, das liegt einfach nur daran, dass wir extrem hyped sind. Das stimmt. So, meine Damen und Herren, wir sind hier jetzt am Ausgangspunkt. Das ist das, was wir meinten. Hier ist direkt eine große Straße, da rechts hinten entlang kommt die Autobahn und hier ist der Wald. Also hier ist ein kleines Feld davor, wo wir wahrscheinlich drüber müssen, aber da hinten sieht man es schon ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir da hinkommen. Sollen wir einfach durchs Gebüsch, wie so Creeps oder da? Lass mal gucken. Ja. Geht es da lang, aber ansonsten müssen wir ja. Okay, wir kommen uns wirklich vor wie so Creeps. Okay, Tatsache, hier kommt man rein. Das hier ist ein Betriebsgelände anscheinend, aber ich denke mal, wenn wir hier so außen rum gehen. Man fährt auch nur auf eigene Gefahr, also ist nicht illegal. Ja, auf eigene Gefahr, okay, ja, das ist kein Problem für uns. Ja. Aber es wird auf jeden Fall keine ruhige Nacht, denn, auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, hier sind direkt die Straßen, der Waldabschnitt ist tatsächlich relativ klein, also nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellt, irgendwo in einem abgelegenen Waldgebiet, sondern eigentlich, so mittendrin irgendwie. So. Und hier geht's auch schon rein. Was? Das ist gruselig? Okay, da kommt.
Ja, irgendwie schon. So ein kleiner Trampelpfad mitten hier drin. Das ist auch so dicht, der Wald. Ja. Also ich habe auf jeden Fall kein gutes Gefühl hier. Nee, ich auch nicht. Können wir anfangen zu leuchten, weil jetzt wird es doch ziemlich dicht und dunkel. Nee. Okay, Leute, hier ist tatsächlich die erste kopflose Puppe. Ja, hat schon was. Aber mal gucken, wie viele wir finden. Ja, mal gucken, wie viele wir finden. Ich bin gespannt, ob das so richtig voll ist. Oder einfach nur so ein, zwei, ne? Ja. Also der Wald hat irgendwas Unheimliches, weil der so extrem dicht ist. Ja. Was ist denn? Okay, alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, warum es Puppenwald heißt. Also das ist unheimlich. Oh mein Gott. Ist dir bewusst, dass wir hier heute unser Tarp aufbauen werden? Das ist wirklich nicht schön. Ja, ne? Ausgestochene Augen, aufgespießte Köpfe und abgebrannte Körper. Überall starrten uns extrem verstörende Puppen an. Die Atmosphäre in dem Wald war direkt eine ganz andere. Ich finde, es ist direkt eine ganz andere Atmosphäre jetzt. Ja. Obwohl man die Straße hört. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Zivilisation umgeben. Ja. Und es macht keinen Unterschied. Das ist so hier unnormal. Wir, ne? Genau hier. Genau hier. Hier ist irgendwie so ein Kanister oder so. Ist aber nichts mehr drin. Und überall sind so Einzelteile von den Puppen. Die wurden halt wahrscheinlich schon teilweise auseinandergefetzt. Da liegt ein Kopf. Also überall liegt ein bisschen was rum. Sagst du da, pennen, da drunter. Da das Tarp aufbauen. Theoretisch brauchen wir heute nicht mal ein Tarp. Es soll nicht regnen. Alter, ist das scheiße. Überall hängen die hier, überall. Junge, guck mal bitte die rechts von deinem Kopf, guck mal. Oh mein Gott. Ja, ich weiß gar nicht, die ist auch gruselig. Ach du Scheiße. Leute, das ist so unnormal, ne? So unnormal. Das Kranke ist, Leute, wir sind halt auch überall, ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber entweder irgendwie so Haarstummel und so an den Bäumen oder Spinnennetze in den Puppen mit wirklich großen Spinnen. Das ist halt schon echt creepy. Gut, alles okay. Dein Gesicht. Die Spinne ist mir zu groß. Ne? Ja, ich weiß, das ist echt unnormal, wie viele Spinnen in diesen Puppen sind. Oh mein Gott, okay, das ist eine Maske. Boah. So Leute, ich würde sagen, wir machen das jetzt wie folgt. Wir holen jetzt die ganzen Klamotten aus dem Auto. Wir wollten nämlich uns erstmal hier in Ruhe umschauen. Wir haben jetzt auch an den anderen Stellen im Wald nicht unbedingt noch was gefunden, außer vielleicht mal ein paar Einzelteile. Ja, und dann werden wir hier unser kleines Camp aufbauen und dann später auch natürlich eine paranormale Untersuchung machen. Ich bin extrem gespannt. Was sagt die Uhr? Jetzt gerade haben wir so 7:30 ungefähr, ne? Ja. Ja, 7:30. Ja, wir werden jetzt gleich auch erstmal in Ruhe was essen und dann später eine paranormale Untersuchung machen. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ich auch, man. Let's go. Die Dunkelheit brach über uns und die Puppen hinein. Doch bevor wir unsere Untersuchung machten, mussten wir uns erst ein wenig stärken. So, meine Damen und Herren, ja, Berkan und ich haben uns jetzt hier gemütlich hingesetzt unter den Puppen. So, es ist halt nur so halb gemütlich, weil man auch die ganze Zeit sich einbildet, da hinten ist was, da hat man mal was gehört. Aber wir bereiten uns jetzt hier gerade eine schön türkische Suppe zu. Haben auch schon richtig Hunger. Nebenbei sind wir noch am Livestream und ja, ich melde mich auf jeden Fall bei euch zurück, wenn wir hier in Ruhe gegessen haben. Und wenn es dann losgeht mit einer paranormalen Untersuchung. Ich bin sehr gespannt. Aber ja, man muss auf jeden Fall sagen, die Atmosphäre wird tatsächlich ein bisschen kaputt gemacht durch die Straße hier. Ja, ja. Also es fühlt sich noch nicht so unheimlich an, ehrlicherweise. Also es ist hier und da schon komisch und es ist auch ein generell ungewohnter
ungewohntes und unbehagliches Gefühl. Aber es ist jetzt nicht, noch nicht so, dass ich sage, ich kacke mir in die Hose. Also das würde ich jetzt sowieso nicht machen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben unseren Stream gemacht, gegessen und die Nacht war angebrochen. Es war soweit. Jetzt konnten wir alles für die paranormale Untersuchung vorbereiten. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden gestreamt, in Ruhe gegessen, alles drum und dran, uns ein bisschen stark gemacht für eine, ja, wahrscheinlich lange Nacht für uns. Denn wir werden jetzt die ganzen Sachen auspacken für die paranormale Untersuchung. Wir haben es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht. Sieht tatsächlich ein bisschen gemütlich aus, wenn man mal die Puppen so weglässt. Es ist so, dass höchstwahrscheinlich die Person, die hier einen Geocache hingelegt hat, hier gibt es nämlich einen Geocache, auch die Puppen hingehangen hat. Da hat sich wohl jemand dann extrem viel Mühe beigegeben. Deswegen kann es natürlich sein, dass hier überhaupt nichts Paranormales ist, aber das werden wir halt heute herausfinden. Und wir haben sogar schon das Geocache gefunden, nämlich, könnt ihr euch ja bestimmt noch hieran erinnern, wenn man das Ding öffnet. Ach. So. Ah, Junge, was ist denn das so schwer? Ja, das war voll einfach. Drehen, drehen. Ah. Was, hä? Andere Richtung. Oh. So, Leute. Also, das hier ist das Erste, was man findet. Das ist nämlich so, ja, einfach eine Information zu dem Geocache hier. Das ist nämlich motiviert von dieser Insel, wo Puppen überall hängen, nämlich Isla de la Muñecas. Ich habe es hundertprozentig nicht richtig ausgesprochen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Hier steht auch drauf, dieser Cache ist skurril und nicht jedermanns Sache. Der Weg ist nach starkem Regen meist sehr matschig und es ist eine wahre Geschichte. Also ich denke mal bezogen auf die Puppen. Hier steht es nämlich auch. Geisterkult in Mexiko, die Insel der toten Puppen. Sie blicken wie aus toten Augen auf ihre Besucher. Mehr als 1000 Puppen verteilen sich auf der Puppeninsel Isla de Muñecas in Mexiko. Menschen aus der Region haben sie aufgestellt, um den Geist einer Toten zu vertreiben. 1951 ertrank in den Kanälen der Region ein kleines Mädchen. Ihr Geist fand keine Ruhe. Er erschien dem Blumenzüchter Julian Santana Barrera, der in der Nähe wohnte, in quälenden Träumen. Schließlich fand er ein Gegenmittel. Alte Puppen aus dem Kanal, verloren von Gästen aus Ausflugsbooten, schienen den Geist fernzuhalten. Die ersten Puppen hängte er selbst in die Bäume seiner Insel. Schließlich kamen immer mehr Neugierige und brachten selber alte Puppen mit. Ein glückliches Ende fand der alte Blumenzüchter jedoch trotzdem nicht. 2001, genau 50 Jahre später, ertrank er an der gleichen Stelle wie einst das kleine Mädchen. Und das soll nach einer wahren Begebenheit sein. Und diese ganzen Puppen, die hier hängen, sind eben inspiriert von dieser Puppeninsel. Dazu findet man hier noch so 1-2 Kleinigkeiten hier drin. Das hier ist dieser Zettel, wo man sich verewigen kann. Eigentlich einfach so. Eigentlich hätten wir uns auch eintragen können. Sollen wir uns eintragen? Aber mit Stift? Ja, da ist einer bei. Oh, echt? Okay. Ja dann, warum nicht? Mhm. Boah, was hast du alles geschrieben? Leon und Berkan, in Klammern Leon TV auf YouTube, 4.10.2021. Ah, okay. So, eingetragen haben wir uns auch. Aber jetzt geht das ans Eingemachte, nämlich Paranormales. Let's go. So, alles was heilig ist, ist nämlich in dieser Tasche drin. Wir haben wirklich von einem K2 Meter über die Spiritbox, über einen Vollspektrum-Kamera bis hin zum Geisterportal alles mitgenommen. Und die Tasche ist auch tatsächlich nicht allzu leicht. Ich zeig's euch einmal. Von dem Ding, was jetzt gerade auch angegangen ist, haben wir 3 Stück. Das sind nämlich Bewegungsmelder. Die können wir auch direkt mal aufstellen. So, wenn halt irgendwer hier langlaufen sollte, dann sollte das Gerät angehen. Ja, wie gesagt, macht nicht allzu viel Sinn, wenn es regnet oder wenn es windig ist, weil sich dann eben dementsprechend viel in der Umgebung bewegt. Aber wenn es so windstill ist wie jetzt gerade, kann man das auf jeden Fall machen. Ich kann es einmal testen. Okay. Funktioniert, alles klar. Das andere können wir vielleicht hier aufstellen. Ja, okay. So. Das heißt, falls dort irgendwas ist, nehmen wir es auf jeden Fall auch direkt wahr. So, falls jetzt also jemand hier rüberlaufen will, wir können einmal warten, bis es aus ist. Okay. Okay, jetzt ist es ausgegangen, jetzt können wir mal langlaufen. Ja, direkt. Okay. Direkt. Also wenn hier jemand hinkommt,
Dann geht direkt der Bewegungsmelder an. Wir kriegen das auf jeden Fall sofort mit. Ja. So Leute, das nächste von der Überwachung her ist nämlich eine Wildkamera, eine Nachtsicht-Wildkamera, die automatisch auslöst und filmt, wenn irgendetwas von einer Bewegung her wahrgenommen wird. Die werden wir so aufstellen, dass sie komplett hier den ganzen Bereich im Blick hat. Und vielleicht, who knows, stellt die auch irgendetwas fest. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ist doch das erste Mal, dass wir die nutzen. Let's go. So, und jetzt ist auch die Wildkamera aufgehangen. Ist auch schön getarnt und hat genau ein Blickfeld auf sowohl uns als auch die Puppen. Alle Vorbereitungen waren getroffen. Die Puppen, das Kerzenlicht und die Dunkelheit der Nacht. Die erste Untersuchung konnte losgehen. Wir haben jetzt alles aufgebaut an Equipment, an Sachen, an Kerzen, Überwachungskameras. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Zuerst mit dem EMF und einer Vollspektrumkamera. Übrigens, falls ihr nochmal alles im Detail zu dem Equipment wissen wollt, auch wie ich mir das Portal selber gebaut habe, das alles habe ich im Livestream erwähnt und die Livestreams generell findet ihr ab sofort immer auf Twitch. Also falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung, da ist auf jeden Fall der Link zu Twitch. Und generell auf der Tour sind wir fast täglich am Stream von den verschiedenen gruseligen Orten, wo wir immer sind. Also wenn ihr da ja, Livestreams von den Orten wollt, wie jetzt zum Beispiel hier vorhin, dann ja, folgt mir auf jeden Fall auf Twitch, das würde mich sehr, sehr freuen. Falls ihr ja, das EMF oder K2 Meter besser gesagt nutzt, dann ganz wichtig, immer Handy auf Flugmodus machen, so wie ich jetzt, weil falls ihr eine Nachricht kriegt oder sonst irgendwas oder euch jemand anruft im schlimmsten Fall sogar, dann schlägt das EMF auf jeden Fall aus, weil das eben ein elektromagnetisches Feld ums Handy herum erzeugt. Aber jetzt haben wir beide unsere Handys ausgemacht und dementsprechend sollte eigentlich jetzt auch nichts ausschlagen. Das tut es auch nicht, das ist erstmal beruhigend auf jeden Fall. Wir können einfach mal hier auch ja, ein bisschen in die Kommunikation gehen und einfach mal fragen, ist hier denn eine Präsenz bei uns? Wenn ja, dann kannst du über das EMF-Meter uns einen Ausschlag geben. Ich bin Leon und ich bin hier mit meinem Freund Berkant und wer auch immer hier ist, braucht keine Angst vor uns zu haben. Wir kommen im absoluten Frieden und wir wollen nur herausfinden, ob hier irgendetwas ist. Ist irgendetwas vielleicht an diesen Puppen dran? Wer oder was auch immer hier bei uns ist, du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Du kannst dich bemerkbar machen über das K2 Meter. Du brauchst dich nur hier vorzustellen. Guck mal bei einer Kerze aber auch nicht. Das sieht ganz danach aus, als wenn hier nichts ausschlagen würde. Dabei belassen wir es erstmal. Anscheinend EMF-Gerät scheint nicht auszuschlagen. Dann schalte ich das erstmal aus und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Kommunikation, die ich wirklich sehr, sehr spannend finde, nämlich bauen wir das Portal auf und versuchen mal zu kommunizieren. Nebenbei haben wir natürlich das EMF-Gerät auch mal noch eingeschaltet dann. Ja. Das heißt, falls dann doch was passieren sollte, kriegen wir es selbstverständlich mit. Okay, meine Damen und Herren, wir haben jetzt hier alles hergerichtet. Wir haben das, die Spirit Box, die wir jetzt an das Portal anschließen werden. So, einmal eingeschaltet. Ich bin extremst gespannt, wie das Ganze jetzt funktionieren wird. Man hört es schon. Aber natürlich werden wir das Ganze jetzt noch an das Portal anschließen, um hoffentlich mehr zu verstehen. Matschige Geräusche, ne? Natürlich haben wir jetzt sehr laute Hintergrundgeräusche, nämlich von der Autobahn. Ja. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass das nicht zu sehr behindern wird. Obwohl ich doch davon ausgehe, dass es das um einiges behindert ja, wird. Das stimmt. Aber solange wir das verstehen, ist alles im grünen Bereich.
jetzt höre ich auch schon Sachen aus dem Wald. Also erstmal hallo, mein Name ist Leon. Mein Name ist Berghand. Und wer oder was auch immer hier ist, du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Wir würden unglaublich gerne mit dir kommunizieren. Vielleicht möchtest du uns ja deinen Namen verraten. Mal probieren, deinen Namen zu sagen. Wir haben es relativ schlecht verstanden. Wie viele Präsenzen seid ihr? Sieben? Habe ich auch verstanden. Sieben. Ist das richtig, dass ihr sieben Präsenzen seid? Dass ihr sieben Geister sind? Hi, hallo. Wie alt bist du? Fünf? Ist das richtig, dass du fünf bist? Bist du hier gestorben? An diesem Ort? Ist das in Ordnung für dich, wenn wir heute hier eine Nacht verbringen? Oder für euch? Ist das in Ordnung für euch? Ja, hast du es gehört? Aber ganz leise. Mhm. Aber es hört sich halt auch alles an, wie ein kleines Kind. Ja, schon, ne? Und gerade die letzten Antworten. Brauchst du Hilfe? Du bist da. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass du mit uns kommunizierst. Wirklich. Das rechnen wir dir sehr hoch an. Und du brauchst keine Angst zu haben. Wir kommen im absoluten Frieden und möchten nur mehr über diesen Ort hier erfahren. Und über euch, die hier sind. Die Atmosphäre wird auch eine ganz andere, durch den Wind irgendwie und so, ne? Das ist gerade ein bisschen mystischer geworden, oder? Das ist auf jeden Fall gruseliger geworden. What? Kannst du deinen Namen nochmal wiederholen? Wie ist dein Name? Komischerweise kam wirklich zweimal ganz klar der Name Ingrid. Leider hat mein Akku der Kamera es nicht bis zum Schluss der Sitzung geschafft. Auf die Frage, ob irgendetwas mit diesen Puppen nicht stimmt oder die Präsenz etwas mit ihnen zu tun habe, kam zweimal ganz klar ein Nein. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir zwar unter Umständen mit irgendetwas Kontakt aufnehmen konnten, das aber nicht zwingend etwas mit den Puppen und dem Wald zu tun hatte. Schließlich beendeten wir die Sitzung. So Leute, also Fazit. Wir haben jetzt das Gerät ausgeschaltet, weil wir beide uns eigentlich ziemlich einig und sicher sind, dass wenn wir hier mit irgendwas kommuniziert haben, es zumindest nichts war, was mit den Puppen zu tun hat. Ja. Wir haben das Geocache gefunden. Wir kennen den Hintergrund vom Geocache, dass das inspiriert ist an dieser Puppeninsel, die vielleicht wirklich verflucht ist. Aber dieser Ort hier hat nichts mit der Puppeninsel zu tun. Es ist zwar ein sehr unheimlicher Ort, wie man auch hört, hier die Bäume quietschen. Es ist spooky. Ja, aber wir würden jetzt nicht davon ausgehen, dass wir hier mit Präsenzen gesprochen haben, die irgendwas mit dem Ort hier zu tun hatten, weil wir auch länger warten mussten, bis wir erstmal eine Antwort kriegen und jemanden erreicht haben, in Anführungszeichen. Also, es wird scheiße unheimlich hier heute zu pennen, aber... Ja, das stimmt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt noch irgendwie eine Ouija-Sitzung oder sowas machen sollten. Nee, denke ich auch.
Aber es war krass, oder? Fall. Ja, manche Antworten waren halt schon sehr spot on, ne? Ja, ja, genau. Spot on, was heißt das? Ja, genau, also, ne? Da kam spot halt on, gibt's das ein Wort? Ja, Englisch. Echt? Spot on. Echt? It's spot on, ja. Zwei Wörter. Boah, spot on. Peinlich, kenne ich nicht. Echt? Okay. Hä, das sagst du doch manchmal auch, oder nicht? Nee, ich hab's noch nie gesagt. Ja, dann müssen wir es so langsam mal sicher gemütlich hier machen, ne? Ja, würde ich auch um sagen. Zu kennen. Scheiße, Leute, ja, ey. Ja, ja. Ich hasse diesen Job. So, Leute, da liegen wir mitten im Puppenwald. Mit einem riesigen Strahler, der uns gerade von oben anleuchtet von der OLED-Lampe. Aber, Leute, es ist schon ein komisches Gefühl. Man liegt hier und überall um einem rum hängen diese Puppen und gucken einen an. Also, es hat eine krasse Atmosphäre. Aber ich bin immer noch nicht so weit, dass ich sage, dass ich glaube, dass es hier spukt oder so. Im Gegenteil. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, um Leuten Angst zu machen. Aber ich denke, das werden wir spätestens heute Nacht herausfinden, falls noch was passieren sollte. Ja. Ich hoffe es natürlich nicht, aber wünsche uns Glück. Und ja, natürlich, Leute, ey, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls ihr das feiert, sowas. Und generell diese Videoreihe, ich bin extrem happy darüber und freue mich einfach mega, dass wir das endlich durchsetzen. Auch den ganzen Support in den letzten Wochen von euch. Es ist einfach geil, Leute. Es ist geil, dass wir diese Tour machen können und ich bin euch wirklich unendlich dankbar. Was war das denn? Okay, alles klar. Nein, aber wirklich, ich bin euch echt unendlich dankbar und ich merke ja auch, wie ihr euch freut und das ist gerade mal der erste Ort so. Wir werden noch so viel sehen. Ja, boah, ich bin wirklich mega, mega hyped und nochmal wirklich vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch da draußen, dass ihr supportet und teilt und das hilft wirklich sehr. So. Es ist kalt, Mann. Es ist echt kalt, deswegen, ich werde es mir jetzt hier auch gemütlich machen. Ja. Falls irgendwas passieren sollte in der Nacht, dann seid ihr die Ersten, die davon erfahren werden, weil ich habe die Kamera direkt neben mir, aber ich hoffe es einfach mal nicht. Ansonsten sehen wir uns morgen früh wieder, Leute. Ich bin in meinem Kokon drin. In deinem Kokon? Kokon. Morgen früh bin ich ein schöner Schmetterling. Okay. Ich glaube nicht, dass du schöner wirst. Der Schönheitsschlaf bringt bei dir nichts. Du wachst immer noch als komischer kleiner Zwergentürke auf. Ja, geh mit den Spinnen kuscheln. Wir sind überall Spinnen. Zwischen Spinnen und Puppen lagen wir also da und haben zumindest versucht zu schlafen. Umso glücklicher waren wir, als es langsam hell wurde und die ersten Sonnenstrahlen kamen. In diesem Sinn. In diesem Sinn. Leute, guten Morgen. Ja, also. Wir sind ein bisschen fertig, oder? Ja, zumal man hört es im Hintergrund, ey, diese Autobahn ist so laut, ne? Es ist einfach mega laut. Also rein vom Gruselfaktor ging es voll klar, fand ich. Aber vom Komfortfaktor mega schlimm. Also ich persönlich bin in der Nacht insgesamt dreimal wach geworden, richtig. Einmal, weil du so komisch geschnarcht hast kurz und ich war mir nicht sicher, ob das von dir kam. Das zweite Mal war schon ein bisschen creepy. Da habe ich da vorne im Gebüsch halt richtig laut was gehört. Ein Rascheln, ein Fußstapfen oder sonst irgendwas. Hab dann auch direkt in die Richtung geleuchtet und tatsächlich ist mir dann da eine Puppe aufgefallen, die mir vorher nicht aufgefallen ist. Nämlich die Puppe, die da hinten liegt. Die sieht auch echt creepy aus. Die sind hier einfach zum ersten Mal. Ja, kann halt echt sein, dass wir die übersehen haben. Kann aber auch sein, dass das irgendwas Paranormales ist und dass sie da nachts eine abgelegt hat, was super creepy ist. Zumal das die einzige Stelle ist, wo halt kein Bewegungssensor ist. Und es ist die einzige Stelle, die auch nicht von der Nachtsichtkamera erfasst wird. Ja, stimmt. Wir haben einen Blindspot. Das ist einfach der einzige Blindspot. Das ist halt ein bisschen creepy. Aber keine Ahnung, vielleicht war sie auch schon gestern da, keine Ahnung. Und das dritte Mal, als ich aufgewacht bin, da hatten wir gerade schon drüber geredet, da hatte ich Berghand dann plötzlich gefragt, ob er aufstehen will. Und da war auch so dunkel draus, das war 5, 6 Uhr morgens oder so. Weil ich geträumt habe, dass er mir gesagt hat, dass da Leute kommen und so und da stehen oder Musik oder sonst was. Und du meintest, du hast was Ähnliches im Kopf? Ja, irgendwie schon, aber das Ding ist, Leute, die Autobahn, man kann die Geräusche irgendwie gar nicht so einschätzen.
Das klingt teilweise auch wie Musik, oder? Ja, ja, so, ja. So ganz kurz oder so. Das ist hier im Wald. Deswegen wahrscheinlich. Das ist halt voll schwierig, die Geräusche einzuschätzen, weil die Autobahn die ganze Zeit so laut ist. Es war eine harte Nacht, Leute. Das machen wir alles für euch. Und fürs natürlich eigene Abenteuer und um aus der Komfortzone zu kommen, Leute. So, wir packen jetzt hier und dann melden wir uns gleich nochmal zurück. So, Leute. Da haben wir jetzt alles weggeräumt. Natürlich alles so zurücklassen, wie man es vorgefunden hat. Ihr kennt's. So, und jetzt hauen wir ab, Mann. Endlich. Ja. Ich habe genug von diesem Puppenwald hier. Oh mein Gott, Leute. Freiheit. Freiheit. Zivilisation. Zivilisation. Er kommt wie so ein Obdachloser aus dem Gebüsch raus. Leute, das Fazit werdet ihr jetzt sofort hören. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Auto, machen uns einen gemütlichen Kaffee, frühstücken ein bisschen was und dann geht's auch für uns schon weiter auf die nächste Tour. Zusammen mit Stefan Let's Urbex, mit dem sind wir heute verabredet. Das nächste Mysteries kriegt ihr dann nächste Woche Samstag zu sehen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuschauen, Leute. Das macht so Laune. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Tschüss. Also, was ist nun unser Fazit? Der Puppenwald ist eindeutig dadurch, dass er so klein, unscheinbar und so zufällig platziert ist, ein nennenswerter Gruselort. Wir glauben allerdings, dass das, was dahinter steckt, nicht über die gruseligen Puppen, die in den Bäumen hängt, hinausgeht. Es mag wahr sein, dass die Puppeninsel in Mexiko wirklich heimgesucht ist. Aber hier wird es sich höchstwahrscheinlich nur um eine Nachahmung handeln, um durchreisenden Geocachern oder Jugendlichen aus der Stadt einen kleinen Schrecken einzujagen. Und lasst mich nicht lügen, das hat auch zuerst bei uns geklappt. Was haltet ihr davon? Teilt ihr unser Fazit oder denkt ihr, da steckt mehr dahinter? Das war es von unserem ersten Video der Deutschland-Tour. Ich freue mich unglaublich auf die Videos und Touren, die noch folgen und sage in diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mysteries.